So, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg. Ein bisschen Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, bald ist ja die Liebeschip-Party in Berlin. Hoffe, wir sehen uns da. Und dann gibt es ja Lesungen in Leipzig und noch in vielen anderen Orten. Gucken wir auf meine Webseite. Und zum Jahresende oder Jahresmitte habe ich zwei Bootcamps nochmal reingenommen in Hamburg und in Murnau, in der Nähe von München. Und für diese Bootcamps gibt es auch einen Aktionscode, Camp 2020 heißt der. Bis Ende Februar gilt der. So, heute geht es mal um das Thema Scham. Aber vorab nochmal eine Danksagung. Hallo Christian, wollte nur Feedback geben, dass dein Selbstliebekurs übrigens im März wieder anfängt. Die Umprogrammierung des Liebeschips, die vielen Videos auf YouTube und die eine Sitzung mit dir sich sehr positiv ausgewirkt haben. Ich habe eine immer besser werdende Beziehung zu einem tollen Menschen aufgebaut, zu mir selbst. Eine toxische Ehe konnte ich hinter mir lassen. Ein neuer Mann ist in meinem Leben, auch seit fast einem Jahr. Ich habe zum ersten Mal eine völlig undramatisch, einfach nur schöne Liebesbeziehung, die auf einer tiefen Freundschaft basiert. Vielen Dank für deine wunderbare Arbeit. Danke, freut mich sehr. So, also, wenn ihr auch solche Fragen stellen wollt, geht über ein Formular auf liebeschip.de. So, lieber Christian, ich habe das letzte Mal in einer sehr toxischen, letzte Jahr in einer sehr toxischen Beziehung verbracht. Habe einen Single-Mann kennengelernt, ein paar Monate später herausgefunden, dass er eine Freundin hat und bin geblieben. Keine Dreiecke. Trotz aller Monologe meiner Freunde ließ ich mich immer wieder darauf ein. Bin hierfür auch wegen einiger anderer Sachen in Therapie gegangen. Immer wieder wurde ich angehimmelt und es wurde gesagt, man möchte mit mir in Urlaub gehen oder man kann sich vorstellen, ich könnte anstelle der Freundin in der WG mit ihm leben. Das hört sich nach Spaß an. Immer wieder hieß es, die Beziehung zur Freundin sei so gut wie vorbei. Das nennt man Future Faking. Mein Bauchgefühl war immer schlecht. Physisch Appetitlosigkeit und Bauchschmerzen. Ja, dein Körper will dir was sagen, ne? Danach folgten oft lange Zeiten, in denen ich ignoriert wurde. Manchmal bekam er Panik, wenn ich mich distanzierte, schrieb mir Nachricht nach Nachricht und sagte, er sei enttäuscht. Ich bin dann wieder auf ihn zu, habe mich erklärt und wollte nicht, dass er bedrückt ist. Ja, was ist denn mit deiner Bedrückung? Was ist mit deinen Schmerzen? Was ist, was du brauchst? Also lass dich selbst nicht im Stich hier, ne? Bin dann wieder auf ihn zu, habe mich erklärt und also wenn ich aus Verlustangst dasselbe tat, war ich die, mit der etwas nicht stimmte. Ja, Schuldumkehr, die dramatische. Immer wieder wurde ich angelogen, bin trotz zahlreicher Red Flags immer wieder zurück. Alle Ereignisse hier zu erwähnen, wäre nur eine Wiederholung der Erfahrung der Leidtragenden aus deinen anderen Videos. Der Höhepunkt kam dann vor einer Woche. Wir hatten wieder zwei schöne Treffen, er schien wieder verliebt, äußerst er ist der Angst hat, mich zu verlieren. Dieses Gesülze immer in diesen Beziehungen, ey, ist unerträglich. Danach wurde ich ignoriert, ja, also jetzt Silent Treatment hier wieder. Meine Nachrichten wurden oft nicht empfangen, ich bat ihn um ein Telefonat. Einen Tag später fand es dann auch statt. In diesem Telefonat habe ich mich richtig geöffnet und auch geweint. Ich habe ihm gesagt, dass es mich verletzt hat, dass er plötzlich so abweisend war, dass ich immer einen Schritt auf ihn zugehe, aber meine Gefühle nicht ernst genommen werden. Man muss einfach irgendwann mal akzeptieren, dass es Menschen gibt, die, da kannst du noch so nett sein und noch so viele Chancen geben, es nützt einfach nichts. Und die Lernaufgabe für dich ist dann eben weiterzugehen. Ne? Ich habe ihm auch erzählt, dass es mir nicht gut geht. In diesem Gespräch meinte er dann, dass das auch mein Verhalten erklären würde, weshalb ich so emotional sei. Gott, wie schrecklich, ey. Dass seine Freundin erst einmal probieren möchten, Anlauf 12.837, und dass das aber nichts in seinen Gefühlen mir gegenüber verändert hat. Ja, was für Gefühle sollen das denn sein, außer dass du so Tankstellengefühle. 10 Minuten nach dem Telefonat, ich war völlig verheult, kam die Nachricht, ja, kam mit einem sexuellen Inhalt. Das war für mich dann der letzte Schlag in die Magengrube, um zu verstehen, dass ich nichts mehr als eine lächerliche Affäre ja, oder eine Tankstelle, sage ich ja mal ganz gern, ne? Hauptsache es ist schrill, irgendwie so ein schräger sexueller Schrill.
Wie kann er mir etwas Taktloses sagen, nachdem ich ihm das anvertraut habe? Ja, das nennt man mangelnde Empathie. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass das völlig unangebracht sei. Ja, aber das nützt nichts. All diese Gespräche sind völlig sinnlos. Trotzdem, dass ich einsehe, dass diese Beziehung eine Lüge nie zu etwas werden wird und mein inneres Kind von diesem Mann nie Liebe bekommen wird. Ja, die Frau übrigens auch nicht, nicht nur ein inneres Kind nicht. Kann ich das Schamgefühl nicht loswerden, ein Jahr für jemanden Zeit und Gefühl investiert zu haben, der mich nur als Sexobjekt, Tankstelle, sage ich lieber, sah? Und die Scham, dass mich eine Trennung so irre mitnimmt, dabei war ich ja nie in keiner festen Beziehung zu ihm, somit gab es eigentlich keine Trennung. Ja, also ich fand das jetzt mal eine gute Frage wegen dem Thema Scham. Also Scham hat eine unheimlich niedrige Energie als Emotion. Manche sagen so die niedrigste, so noch niedriger als Angst und Wut. Und das heißt, es ist ein Gefühl, was dir sehr schadet, was du unbedingt angehen solltest. Und ich glaube, du machst ja auch irgendwie Therapie. Das würde ich da echt dringend mal besprechen, weil es gibt keinen Grund für Scham. Du hast jemandem vertraut, vielleicht völlig zu Unrecht. Du hast das gemacht, was dir zum jeweiligen Zeitpunkt möglich war, und es gibt keinen Grund, Scham zu verempfinden. Trotzdem ist das nach toxischen Beziehungen ganz Riesenproblem. Wie konnte ich nur? Wie habe ich nur? Aber es ist eigentlich ein völlig sinnloses Emotion, weil die dich nur runterzieht und eigentlich wieder so ein bisschen Ausdruck ist von mangelnder Selbstliebe ist. Sollst jetzt aber nicht wieder Scham darüber empfinden, sondern einfach nur verstehen, dass das so ist, dass wenn du dich ein bisschen, also Scham ist auch ein bisschen ein Zeichen, dass du dich zu sehr runterputzt. Ne? Ich hätte schlauer sein müssen, kann ich nur so blöd sein. Und das ist wirklich gefährlich, weil Scham führt einen, also Scham ist so ein ätzendes Gefühl, wenn man die dann fühlt. Es ist häufig so schmerzhaft, dass man dann wieder sehr leicht zurückgeht in die toxische Beziehung, einfach um das einfach nur wieder zu überdecken. So. Also das ist meiner Ansicht nach. Das ist auch ein riesen Rückfalltrigger für diese toxischen Beziehungen ist, dass man beschämt wird, also auch von jemand ganz anderen unter Umständen. Dann wieder Schamgefühle spürt. Ist ja auch bei Süchten viel, diese Schamgefühle. Und es ist wirklich wichtig, die zu verstehen. Also erstmal einfach zu akzeptieren, dass sie da sind. Das ist immer der erste Schritt. Zu sagen, ja, okay, nehme ich ihn lieber an, dass ich das jetzt so fühle. Und jetzt gucke ich mal. Wo kommt das her? Was für Gedanken habe ich dazu, dass ich überhaupt Scham empfinde? Und sind diese Gedanken wirklich Gedanken, die ich weiter haben möchte? Ne? Oder sind das nicht Sachen, die ich vielleicht nach und nach verändern kann? Und sagte immer wieder, ja, das ist nichts falsch dran, jemand zu vertrauen. Ja, du hast zu viel vertraut. Und was ihr alle immer wieder überlegen solltet, alle Pluspole. Ob ihr nicht Emotionen auch von eurem Partner übernimmt. Ich meine, der hat ja dann auch eine Menge Grund zu Schamgefühlen, wobei die natürlich für ihn genauso sinnlos und schädlich sind. Aber ich habe so das Gefühl, dass viele Pluspole Emotionen übernehmen von ihren Partnern. Und vielleicht sind das sogar nicht nur deine Schamgefühle und dann ist es noch sinnloser. Ne? Aber nimm es erstmal in Liebe an und dann guckst du dir ganz in Ruhe an. Und es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund für Scham. Meine Freunde können das auch kaum nachvollziehen, dass ich so tief traue. Ich kenne ihn erst seit einem Jahr und war nicht mal fest mit ihm zusammen. Wie können wir mit dieser Scham umgehen? Ja, gut, habe ich ja kurz angedeutet. Und das müsstest du da einfach in der Therapie mal machen. Und ja, Freunde haben immer gut reden, ne? Ich meine, erstmal haben die bessere Beziehungen. Ist denen wirklich sowas noch nie passiert? Ist immer, viele haben auch echt eine große Klappe und haben selber voll die Scheiße am Laufen. Aber wichtig ist, dass du dich nicht schämst für dich, ne? Sollen die Freunde was sagen, was sie wollen. Und jemand, der nicht selbst mal in einer toxischen Beziehung war, der kann das einfach nicht nachvollziehen, ne? Vielleicht könntest du ja auch mal in eine Gruppe gehen oder in mein Forum, in meine Liebeschip Plus-Geschichte da mit anderen mal austauschen, dass du da mal rauskommst, ne? Das wäre, glaube ich, schon eine gute Sache. Gut, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.